Und da sind wir auch schon wieder zurück hier unter Wasser, in der Unterwasserstadt. Komme ich hier irgendwie durch? Nee. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich eigentlich hin muss. Da zeigt der Pfeil hin. Ich möchte erstmal gerne hier oben hin. Aha, Erinnerung und Kampf, wie es aussieht. Bams. Oh oh. Was ist das? Was sind das für Gegner? Warum machen die... Oh! Was? Ach Gott, diese... Diese Viecher. Aber ich glaube, das hier bringt bei denen nicht so viel. Der. Das geht, glaube ich, echt am besten mit der Pfeffermühle. So, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Nee, da hinten nicht. Ah, hier? Okay, hier geht es wieder nach oben. Achso, hier auch. War es das schon? Okay. Oh. Ja, Erinnerung. Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Was? Komme ich hier runter? Das sieht gut aus. So, da oben war jetzt links nichts mehr, ne? Nein, oder? Das ist eine kleine Tür. Moment. Nein. Dann wollen wir doch mal dem Weg hier folgen. Dieser komische Typ, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, wer das ist, leider. Oder aber einfach nur wieder vergessen. Wie sie hier steht. Ah, Mist. Den habe ich jetzt bekommen. Rosen kann ich auch gut gebrauchen. Oh. Oh. Treibender Verfall. Oh Gott, wie creepy, ey. Das geht gar nicht. Das sah gerade echt aus wie ein Baby. So, hier drauf. Dann hier drauf. Hui, das bewegt sich ja. Dann hier drauf. Oh, da ist er runtergefallen. Das tut mir aber leid. So, da hinten Goldzähne. Ah, hier sind noch mehr. Anvisieren bitte. Egal wen. Oh! Au! Au! So, du gleich noch. Na komm, jetzt hau schon ab. Sehr schön. Da ist noch ein Zähnchen. Und... Wow, Alice. Ich drücke auch gerne mal falsch. Ah. Die hole ich mir aber. Auf jeden Fall. Was ist da hinten noch? Wow. Nein. Ich habe gehofft, das schaffe ich noch. Aber die Verfälle sind weg, ne? Das ist gut. Die Frage ist, wo muss ich überhaupt hin? Ach so, hier. Ja, die Zähne, da habe ich ja. Ach so, dann kann ich von hier. Okay.
Ja. Ein sehr gutes Auge für die Entfernung habe ich. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich denke mal hier hin. Und es geht weiter. Da ist eine Flasche. Oh, oh. Hier will mich doch wieder jemand ärgern. Ja, Moment. Wenn ich da jetzt reinschlage... Ich muss einfach nur schnell genug sein. Aha. Gebt mir Rosen. Gebt mir bitte ganz viele Rosen. Oder mal wieder eine Blume. Das wäre voll super. So, der Pfeil zeigt dahin. Oh, Wasserhoftheater. Ah, Blume. Da ist noch ein geheimer Weg. Da werde ich natürlich erst hingehen. Ich möchte hier auch echt nicht durchrushen, weil dafür ist das Ganze einfach zu schön. So, das hier mal eben schnell. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an. Oh, Schnauze. Sehr schön. Moment. Ah. Nein, nicht anvisieren, sondern das hier. Eine Erinnerung. Das gefällt mir. Ich muss nur mal eben gucken. Ach, das schaffe ich doch von hier. Das ist doch kein Problem. Epidermis wies Verbrennung im dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Aha. Karpfenschuppen. Wie passend zu unserer Unterwasserwelt. So. Darüber, sehe ich das richtig? Also hierhin. Hierhin und stehen bleiben. In den Luftstrom. Oh nein. Zurück, Alice. Verfall. Ich dachte gerade schon. Hier gibt es aber jetzt ganz schön viel, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass dann gleich wieder ein größerer Kampf auf uns zukommt. Weil, ganz ehrlich, so viele Zähne, so viele Goldzähne. Darüber Schalter. Ach so, vielleicht sehe ich den erst von hier. Das kann natürlich sein. Sehe ich den im Schrumpfsinn überhaupt? Ich sehe hier gerade keinen Schalter. Moment, es muss ja irgendwas, so ein Luftstrom oder so, nach oben kommen, oder? Damit ich hier... hoch kann. Schalter. Bin ich gerade echt so blind? Steht doch hier, ne? Da, Schalter. Moment, ich guck mal eben, was ist, wenn ich hier um die Ecke gehe? Ah! Okay, dann platziere ich hier mal eine Bombe. Kriege ich den von hier?
Okay. Ach, jetzt kommen wir auch hier hoch. Das ist gut. Yeah! Was ist das hier? Nichts, nur eine Koralle. Uah, Alice. Nicht runterfallen. So, und nachdem ich diese beiden Kisten hier aufgemacht habe, werde ich mal eben schauen, wie viele Zähne ich jetzt habe. So. Und zwar haben wir 760. Tja, was mache ich als nächstes? Ich bin ja eigentlich... Ich kämpfe recht viel mit der Pfeffermühle. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Jawohl, haben wir die Level 3. Ach, wie schön. Tja, wo möchte ich zuerst hin? Ich glaube, ich guck mal hier, wobei die Tür ist zu. Schlüssellöcher haben wir keine. Wahrscheinlich ist hier gar nichts mehr und wir müssen uns jetzt... Oh, Dunkelheit. Einfach nur die Show hier ansehen. Oh nein, ein Walross. Oh Gott, ich sterbe, wie süß. Oh, hallo. Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn dich das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logistischen Vergeigung fehlen noch einige Showrequisiten. Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden gedacht. Dann musst du die melodiöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eul nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Oh, dieses Walross. Es ist so süß. Irgendwie. Ach, krass. Und ich dachte... Ich habe ja leider, wie gesagt, den Namen von diesem sympathischen Herrn hier vergessen. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt sowas wie unser nächster Gegenspieler. Also, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Er wohnt in diese Richtung. Ach so, hier. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das ein sympathischer Mensch ist, für den wir jetzt hier noch was besorgen müssen. Aber okay. So, da gehen wir gleich rein. Ach, natürlich. Was? Ist das auch noch einer? Ich hoffe übrigens, das war eine weise Entscheidung, dass ich die Pfeffermühle ein bisschen getunt habe. Weil ich ja... Ja doch, ich kämpfe ja recht viel damit, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Aber das Wunderland ist so schön. Das ist meine einzige... Ja, mein einziger Zufluchtsort. Da habe ich die Katze gesehen.
Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den Allerwertesten zu treten. Okay, wenn du das sagst. Oh, Moment, Oktopus und Tod. Okay. Oktopus ist böse. Und hinter mir ist die Tür zugegangen. Au! Wow! Noch jemand? Ist da noch eine? Ah! Ah! Oh! Au! Ah! Ich glaube, das bringt mir nicht viel. Ah, nein! Nein! Oh Mist! Ja, ich möchte fortfahren, aber da muss ich schon wieder eine Aufnahmepause machen. Ah, wir sind jetzt hier. Okay, ich glaube, ich muss jetzt echt nochmal eine Aufnahmepause machen. Ich habe jetzt so viel am Stück aufgenommen. Die nehme ich nochmal gerade auf. Ja gut, wir sehen uns in der nächsten Folge oder aber gleich. Tschüss!